Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Hogwarts Legacy. Im letzten Part haben wir den Raum der Wünsche betreten und werden jetzt erst nochmal abschließend hier mit Mrs. Weasley sprechen. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Hab ich schon. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja. Das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Okay, beschwören. Los geht's. Whee! There we go. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Bekomme ich Ressourcen zurück, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Durchaus, durchaus. So, wie geht denn das jetzt genau? Zaubersprüche zuweisen. Dann brauchen wir den unteren Bereich und da machen wir Beschwören eben noch hin. So, Kräuterkunde. Wissenschaftlicher Pflanztisch. Botanischer Pflanztisch mit kleinem Topf. Kleinem Topf. Kleinem Topf. Gotischer Pflanztisch. Ich glaube, ich möchte den botanischen Pflanztisch haben. Und jetzt kann ich mir den irgendwo hinstellen. Objekt rotieren. Das ist cool. Stopf den mal da so in die Ecke rein. So ist, glaube ich, gut. Und dann, beschwören. Farbe ändern. Lol. Der Blaufuchs hat natürlich auch einen blauen Tisch. Ist doch klar. Boing. Okay, und zurück. Und dann brauchen wir noch, was noch? Zaubertränke. Kleine wissenschaftliche Trankstation. Kleine botanische Trankstation. Packen wir doch direkt einfach in die Nähe. Ach, witzig. So, nun kommt also auch das Housing mit dazu. Packen wir hier hin, ne? Zack. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um ich hab vergessen, die Farbe zu ändern, aber macht ja nichts. Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deek wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ich wüsste gern mehr über Deek. Was ist los mit ihm? Wie lange kennen Sie sich schon? Woher kennen Sie ihn? Können Sie mir mehr über Deek sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deek hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Das mache ich. Kann ich Verwandlungszauber überall anwenden oder geht das nur hier im Raum der Wünsche? Kann ich solche Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Vielen Dank, Professor. Ich wende mich an Deek, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück.
Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Der Raum der Wünsche. Abgeschlossen. Professor Weasley hat hier noch was für uns. Und da können wir jetzt auch immer direkt hinreisen. Das ist natürlich praktisch, weil jetzt können wir hier ganz easy und einfach natürlich Tränke brauen, Zutaten anbauen. Was haben wir denn hier? Diptam. Zu kaufen. Ach, das muss man auch nur einmal kaufen. Danach hat man genug von den Dingern. Das ist ja praktisch. Und hier können wir Tränke herstellen. Zum Beispiel das Donnergebräu. Oder einen Fokustrank. Reduziert die Ablenkzeit. Unsichtbarkeitstrank. Brauchen wir Trollpopel für. Haben wir nicht. Aber Heilungstränke können wir nochmal eben einbrauen. So, ja, ich komme doch gerne, Mrs. Weasley. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Okay. Kehre zurück zu Professor Weasley. Ich wollte sagen, ich habe, glaube ich, schon genug Mondstein. Wir waren ja schon sehr fleißig. So, dann mal los. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Okay. Beschwöre Wanddekorationen. So, hier, Teppich. Da würde ich doch den hier nehmen. Den packe ich sogar dahin. Da. Oh, dreh mal ein bisschen so. Das ist ein bisschen muggeliger da. So. Und dann noch eine Wanddekoration. Kunstwerke, Dekorationen. Nimm mal ruhig eine Wanddekoration. Was ist denn das? Wandbehänge. Oh nö. Also so. Ein Centaur-Wappen. Ein Phönix-Wappen. Eine Quidditch-Tafel. So ein Phönix-Wappen zum Beispiel. Ja, kann ich mit leben. Das können wir so da so dranhängen. Guck mal. Oh, ich muss sehr viel beschwören. Okay, warte, dann zurück. Was haben wir denn noch an Wanddekorationen? Hogwarts-Wappen. Das kann hier noch dran. Wir wollen uns das ja auch ein bisschen gemütlich machen, ne? Blumenkasten, guck mal. Der kann eigentlich so... Alter, nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Der könnte eigentlich so noch hier drunter. Eins. Zwei. Drei. Das sieht ein bisschen muggeliger aus. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Wanddekoration fertig. Jetzt noch ein bisschen Bodendekoration. Was haben wir denn noch? Ja, ein paar Teppiche kann man halt machen, ne? Ich möchte das gerne gemütlich haben. Ich möchte viele Teppiche hier haben. Dreh den mal noch ein bisschen, so. Ruhig ein bisschen schief. Zack. Dann nehmen wir den noch. Ich will das hier gemütlich haben, ne? Und ein bisschen Dynamikmuster rein. Das darf ruhig, so. Ruhig ein bisschen Dynamik rein, ne? So, hier komm. Und nochmal einen so einen blauen. Gute Arbeit. Dankeschön. Ja, gerne. Das reicht mir auch erstmal. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Okay. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Sehr wohl, Mrs. Weasley. Der sieht auch nicht so kompliziert aus. Und go!
Zack! Da ist er. Ändern. Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Wird gemacht. Ich muss nur erstmal... Das ist der Änderungszauber. Y. Das hier, das wollte ich ja eh ändern. Ach, guck mal. Ändere den Stil eines Gegenstands. Zack. Ändere die Farbe eines Gegenstands. Farbe ändern. Geht hier auch noch blau? Oder lila? Kann ja ruhig eine Mischung aus beidem werden hier, ne? Und ändere die Größe eines Gegenstandes. Was könnte man denn da nehmen? Vielleicht das da? Da, Größe ändern. Holy shit. Das hab ich. Sehr groß. Sind Sie für größere Herausforderungen bereit? Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ändern Sie den Balkon oder den Boden? Machen wir erstmal den Boden. Alter. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Deke, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Sprechen Professor wir Weasley mal. Hat Deke einmal diese Magie gezeigt. Deke denkt, Ihnen könnte das gefallen. Geht sofort los, Deke. Sie mit Deke, wenn Sie soweit sind. Man kann auch die ganze Optik der Wände ändern, nicht nur die Farbe. Ich habe jetzt hier vorne nur die Farbe geändert. Ups, Alter, warte. Man kann auch die Art und Weise ändern, hier auch... Botanisch zum Beispiel. Ach, verrückt. Wollte nur eben die Farben einmal ändern, dass wir das alles hier mal ein bisschen bläulich machen. Ups. Nee, nee, komm. Falscher Knopf. Beim Blaufuchs soll es erstmal so ein bisschen bläulich sein. Erstmal. Wir machen das, also ich werde mir da noch irgendwann mal Mühe geben, aber wir wollen uns jetzt nicht zu viel Zeit damit aufhalten. Ich weiß nicht, wie spannend das für euch ist. Aber wir werden uns unseren Raum natürlich schon noch muggelig einrichten, ne? Das wird noch passieren. So, erstmal alles ein bisschen bläulicher. Hier ist auf jeden Fall die Gemüseecke. Der ist auch schon fertig. Das braucht noch 2 Minuten. Wir reden mal kurz mit Deke. Deke, was los? Erzähl mal. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Oh, da sagst du was. Eine kühle... Monddurchflutete Atmosphäre, natürlich und erdverbunden wäre schön. Dunkel, mysteriöse Räume finde ich am besten. Ich bin hier für natürlich und erdverbunden. Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Ha, hervorragend. Okay, das war das, glaube ich, schon. Was für eine Veränderung. Ich habe nichts festgestellt. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Eine Menge. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Und hier geht's dann wieder zurück nach Hogwarts, oder was genau passiert hier? Nee. Er wird noch etwas größer. Ich verstehe, hier ist noch eine gemütliche Chill-Lounge. Aber wir haben ja ordentlich Platz in dem Ding, ne? Alles klar. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen.
Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Machen wir, machen wir. Danke erstmal. So, das war cool. Und eine coole Idee, so ein Housing mit einzubauen, ne? Auftrag abgeschlossen. Jetzt habe ich hier so einen eigenen Raum. Schließe neben Beziehungsaufträge ab. So, Deke, hast du noch irgendwas? Nö, ne? Wir können nur so miteinander reden. Gut, das war das. Spaßig. Ich bin mal gespannt. Ist unser Trank jetzt inzwischen fertig? Ja, da. Die Pflanze mache ich natürlich. Gut. Hier, kannst du einen Mega-Power-Supertrank machen. Eieiei, Entschuldigung, Leute. Da musst du mal eben raus, so. So, dann lasst uns mal gucken, was wir an weiteren Aufträgen noch haben. Wir haben noch im Schatten der Krypta. Triff dich mit Sebastian. Ah, da werden wir wahrscheinlich die verbotenen Zauber lernen. Und beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank. Beschaffe und teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Das können wir mal eben schnell machen. Unsichtbarkeitstrank haben wir schon. Das ist hier. Unsichtbarkeitstrank. Ne, das ist der Erdos-Trank. Das ist der Unsichtbarkeitstrank. Ich dachte, ich hätte schon einen. Mist. Okay, dann müssen wir eben schnell einen Unsichtbarkeitstrank beschaffen. Da sind wir mal clever. Und nutzen. Was ist das? Geheime Räume. Ah, das ist der. Der Raum. Gut, dann gehen wir zur Karte von Hogsmeade. Da können wir jetzt mal tatsächlich mal schnell reisen. Einmal zu unserem Kollegen. Dem Zaubertrank-Man. Nee. So. Dann kaufen wir dann nämlich sowohl das als auch das Donnergebräu. Oder zumindest ein Rezept für Donnergebräu. Und dann geht es auch schon. Wir können eigentlich dann auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Ach, es ist natürlich Nacht. So muss das sein. Wir können ja dann auch noch ein bisschen Geld ausgeben, um uns noch ein paar Zutaten zu kaufen zum Anbauen, ne? Wo ist denn der jetzt mit seinen Tränken? Ist irgendwie geschafft, daran vorbeizulaufen. Zack. Erstaunlich, dabei war ich so nah. Es ist mir dennoch geglückt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Schön ein paar Geister rum. Guten Abend. Gehen wir da mal rein. Ups, hallo. Hey, hallo. Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Korrekt. Wie kann ich heute behilflich sein? Erstmal würde ich gerne ein bisschen Zeug verkaufen. Und zwar alles, was hier rumgammelt. Doink, doink. Inventarplatz muss freigeräumt werden. Es nützt nichts. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Dann Tränke. Einmal Unsichtbarkeitstrank. Haben Sie sowas? Jawohl. Der ist aber teuer. Eine weise Entscheidung. Vielen Donner. Dank. Boah, Alter, auch 1000. Erzeugt um den Trinkenden herum einen Sturm, der nahe Gegner betäubt und verletzt. Kostet 1000. Habe ich so ein Rezept schon? 1000, Alter. Na egal, ich kauf's jetzt trotzdem. Wir können das natürlich selber anbauen. Machen wir das nächste Mal auch. Alter, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Also, das ist schon ein bisschen teuer. Das müssen wir mal zugeben, ne? So, warte, dann erstmal den Unsichtbarkeitstrank testen. Blub. Wunderbar. Und dann müssen wir jetzt einmal ein paar Gegner suchen. Und dort unser Donnergebräu testen. Das sollte kein Problem sein, wenn wir Hogsmeade verlassen und uns mal kurz in die Lüfte bewegen. Dann wird da, glaube ich, sehr schnell wieder was sein. Vorher machen wir wieder Tag. Ups, warten bis zum Tag, bitte. Dankeschön. Herrlich. Früh am Morgen kämpft es sich doch am besten. Ganz schön viel Arbeit, ich sag dir das. Und das in der Magiewelt, wo du sowieso ja mit ganz vielen Zaubern noch nachhelfen kannst, ne? Da sollte sich eigentlich gar keiner beschweren müssen. Zack, so. Nun brauchen wir unseren Besen. Zack, und auf geht's. Suchen wir uns mal ein paar Gegner. In der Nähe dürften eigentlich welche sein. Oh. Johann ist so gut. Bleibt mal entspannt. Meine Lieben. Ihr hört ihn ja da leise vor sich hinkrähen. Der Hahn ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle hier erstmal einen kleinen, ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.